Und da sind wir auch schon wieder bei den 10 Mario-Herausforderungen. Ja, nachdem wir im letzten Part wirklich so gefailt haben, wollen wir in diesem Part uns doch mal ordentlich anstellen und hier den Sieg nach Hause nehmen. Prinzessin Peach wurde entführt. Och nein. Schon wieder entführt. Mensch, muss ich sie denn immer retten kommen? Ja, das musst du, lieber Mario. Keine Beschwerde hier. Und diesmal schaffst du es auch. Ich meine, die letzten Male bist du ja kläglich gescheitert. Mit Power zum Ziel. Ja, ich denke, die ersten Level sind jetzt einfach nur Wiederholungen von alten Leveln. Aber das finde ich eigentlich auch recht cool, weil so kann man ein bisschen wieder üben und ja, sozusagen reinkommen. Was natürlich auch gerade perfekt geklappt hat. Ich bin nämlich wieder in den Todesdrang reingekommen. Nice, muss man wirklich mal lassen. Das muss man mal wirklich lassen. Okay, jetzt machen wir einfach mal ein bisschen langsamer und geschillter. Da dürfte das ja auch ohne Probleme machbar sein, liebe Freunde. Weil ich meine, hallo, was ist hier bitteschön so schwer daran? Einfach hier Powerblöcke umherwerfen. Mehr ist da doch nichts dabei, Freunde. Mehr ist dann doch nicht dabei. Ist doch wirklich so, oder? Ja, eigentlich schon. Einfach nur Powerblöcke umherwerfen. Und jeden mitnehmen, den man mitnehmen kann. Natürlich auch die großen, weil das sind die schlimmsten. Und geh bitte schön ganz nach oben oder ziemlich weit nach oben. Und, jawohl, 40. Ist zwar nicht die höchste Zahl, die man erreichen könnte, beziehungsweise die ich jemals erreicht habe, aber schon ganz akzeptabel. Kommt normalerweise, aber hier kommt einfach nur Level beendet. Oh, ich denke, die ersten vier dürften leicht sein. Weil bei den 10 Mario-Herausforderungen sind die Level immer in Welten unterteilt und jede Welt beinhaltet 4 Level. Bowser der Hochstapler. Das heißt, die erste Welt hier dürfte mal wieder, ja, beziehungsweise die ersten 4 Level dürften uns bekannt vorkommen. Aber danach sollte es dann, ja, wieder unbekannt werden, denke ich. Okay, komm mal wieder raus. Das haben wir ja letztens im First Try geschafft gehabt hier. Deswegen machen wir das hier mal genauso, oder? Ja, komm. Schaffen wir schon. Wow, die Flammen werden aber schon ganz schön brutal in letzter Zeit. Und weg mit dir. Wow, der ist in den Abgrund gejumpt. Echt jetzt? Wie kann er bitte schon in den Abgrund jumpen? Der ist doch... Ich verstehe das nicht. Letztens ist er einfach auf die andere Seite zum Schloss gejumpt. Und jetzt springt er freiwillig in den Abgrund. Ja, gut, wenn er will. Pff, mich soll es nicht stören, ne? Und weiter geht's. Ich hoffe, nach dem letzten Part schaut überhaupt noch jemand meine Mario Maker Parts. Ja gut, wenn ihr lachen wollt, wahrscheinlich. 5-3 Remake Shugumbas. Ja, das haben wir wie gesagt alles gespielt. Ich denke, die ersten 4 Level, die dürfen wir schon kennen. Aber bei den anderen dürfte es dann etwas knackiger werden. Okay, weg mit euch. Danke. Schöner Pilz für mich. Dankeschön. Shugumba, komm her. Oh, oh. Oh, hey. Ja gut, einfach hier durchrushen, oder? Und mitnehmen, jawohl. Der kann auch ein bisschen flattern. Ich glaube, zweimal in der Zahl kann er anflattern. Oder? Nicht? Hey, der hat auch so Flügel. Warum kann er da nicht flattern? Normalerweise müsste der doch ohne Probleme flattern können. Hey, das macht er gerade aber nicht. Kann man das nur als Große machen, oder was? Wurden die Flügel abgestürzt, oder? Ich verstehe es nicht. Klappt es mit den Kleinen hier? Kann natürlich auch sein, dass es mit denen klappt. Erstmal weg mit euch. Jawohl. Die Level kennen wir ja schon, deswegen müsst ihr euch nicht fragen, warum ich hier besser klarkomme als in den anderen Leveln. Weil ich meine, mit den Leveln, wo man wirklich schon etwas Erfahrung drin hat, da schafft man die ohne Probleme, denke ich. Man kann auch die Piranhas killen. Das ist voll nice. Das finde ich echt voll cool. Kommt ja auch noch wer raus? Nö, dann eben nicht. Kein Problem. Habe ich wirklich kein Problem mit. Absolut null. Und ja, die hier auch mitnehmen. Kommen wir hier nach oben? Wenn man flattert? Nee. Aber hier kommt man auf jeden Fall durch. Oh, man muss sich richtig reinquetschen, weil die Schuhe uns das sonst nicht ermöglicht hätten. Und was ist hier oben? Das konnten wir ja letztens nicht nachschauen. Jetzt können wir es nachschauen und es ist ein One-Up-Pilz. Brauchen wir allerdings nicht, da wir immer noch volle 10 Leben haben. Irgendwie erstaunlich. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ziel angelangt. One-Ups brauchen wir eh nicht, deswegen können wir da einfach reinlatschen, ohne auf das One-Up zu zielen, beziehungsweise auszusein. Das war schon eine ganz coole Sache. 5-3 Remakes abgeschlossen. Oh, warum konnten die Level nicht so leicht bleiben wie am Anfang? Ja, aber klar, irgendwann muss die Anforderung natürlich auch steigen. Knochentrockener Aufmarsch. Das ist ein neuer Level. Ich weiß nicht, ob er das so gefallen will. Natürlich muss man hier auch ein bisschen skillen können. Ich hätte gedacht, jetzt geschafft. Ich hätte ernsthaft gedacht, jetzt geschafft. Aber nein, ich schaff's natürlich nicht. Wobei, wenn ich das so mache wie gerade eben, dann dürfte ich das ohne Probleme mitkriegen, oder? Bei den Großen kann man es ja ohne Probleme so machen, dass man einfach die ganze Zeit drauf bleibt, so wie bei den Trampolinen auch. Die bewegen sich halt, das ist das Problem. Das sind praktisch bewegliche Trampoline mit Schädeln. Sofern man bei den Großen ist, dürfte man hier ohne Probleme weiterkommen eigentlich.
Okay, bewegt euch noch mehr. Nein, direkt auf sie, direkt davor. Oh, ich will nicht wieder so wie beim letzten Mal scheitern. Komm. Ich meine, das ist zwar schwer und mir liegt sowas nicht, mir liegt sowas wirklich gar nicht. Ihr könnt mir wirklich alles vorwerfen, aber solche. Deswegen lasse ich solche Level, die mir zugeschickt werden, auch mit Absicht manchmal aus. Beziehungsweise ich meine die erstmal, bis ich etwas geübter drin bin. Allerdings, hier den Mario-Herausforderungen kann man die nicht auslassen. Wenn man die alle schaffen muss, und ich will sie auch praktisch alle schaffen, ich denke, das ist praktisch auch so eine Herausforderung, die man wirklich sich auch stellen muss. Oder der man sich stellen muss. Jawohl! Jetzt haben wir es doch letztendlich doch mal geschafft. Und wir kriegen wieder 3 One-Ups plus. So fängt das Ganze doch schon mal richtig gut an. Das gefällt mir. So können wir weitermachen. Oh, jetzt haben wir ein Level geschafft, den wir im letzten Part nicht geschafft hatten. Deswegen passt das. Und ja, ich komme schon mal frohen Mutes weiter in den 5. Level rein. Kettenhund. Hatten wir das schon mal? Nee, das ist was Neues. Hier ist ein Pilz drin. Cool. Damit kann ich die Blöcke hier wegschaffen. Und mir vielleicht so einen Helm holen, genau. Jetzt haben wir den Helm auf. Jetzt kann mir der Kettenhund eigentlich nichts mehr, oder? Nee, doch, der kann mir was. Geht weg, ihr kleinen Dinger. Ihr kleinen Biester. Erwischen die mich hier? Ich glaube nicht, oder? Nein. Na. Egal. Wirklich egal. Also wirklich. Einfach durch. Und geschafft. War zwar billig, aber wir haben es geschafft, Freunde. Hauptsache, die Zielflagge ist in unseren Händen oder war in unseren Händen, weil ich meine, wir müssen uns irgendwann noch wieder von ihr trennen und ins nächste Level steigen. Level 6. Sag mir nicht, der Part wird jetzt kurz. Falls ja, auch Trampoline wollen fliegen. Da habe ich letztes Mal auch kläglich gescheitert. Freunde. Bäm. Nein, und es fängt wieder an. Wir haben 10 Leben, wir haben die komplette Lebenanzahl. Das heißt, wir müssen uns hier einfach mal anstrengen. Ich glaube, ich werde in diesem Level ruhig sein. Weil ansonsten ist es einfach schwer. Für mich zumindest. Ich meine, Trampoline mag, glaubt niemand. Ich habe mich mit ein paar von euch unterhalten in der Skype-Gruppe und gefragt gehabt, habt ihr irgendwelche Tipps für Trampoline? Da haben sie mir ein bisschen was gesagt, aber die haben gesagt, ach, Trampoline mag niemand wirklich. Und das ist halbwegs eine Erleichterung für mich, dass ich nicht der Einzige bin, dem es da so geht. Und ja, ihr seht's. Ich mag sie echt nicht. Und die mögen mich anscheinend auch nicht, weil ansonsten würde man nicht schneller durchkommen. Das Problem ist, sie kommen nicht unendlich lange. Das heißt, irgendwann hört es auch mal auf mit der Trampolinzufuhr. Und man muss zum Ende kommen. Das heißt, man muss manchmal auch mehr rüberspringen. Und ja, das ist halt das Problem, was manche haben. Beziehungsweise was ich habe. Und am Ende hätte ich nochmal drücken müssen, dann wäre ich im Ziel gewesen. Aber nein, habe ich in dem Fall nicht geschafft. Deswegen bin ich irgendwie gerade ein bisschen sauer auf mich. Kommen wir haben noch 6 Leben. Wir haben noch 6 Leben. Das muss man sich vorstellen. Wir haben noch 6 Leben. Wir haben kein Sexleben, wir haben 6 Leben. Ans unterste Ende. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Hui. Das war eine Erleichterung. Ich wette, es gibt Skiller, die schaffen es beim ersten Mal. Aber ich bin froh, dass ich es zumindest jetzt geschafft hatte. Und ich hoffe mal, die Level werden jetzt nicht allzu schwer. Wenn jetzt alle kommen, die ich im letzten Part nicht geschafft hatte. 2-5 Remix Kettenhunde. Der ist neu. Der ist neu. Neue Level finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, komm. Wir müssen warten, bis es sich ausstreckt und dann irgendwie einen Weg durch ihn durchfinden. Das dürfte interessant werden. Lässt sich bestimmt aber machen. Geh wieder zurück. Streck dich aus. Andere Seite, genau. Passt, perfekt. Ich brauche keinen One-Up. Oder was da unten noch drin war, ich brauche es einfach nicht. Freunde, merkt euch das, man braucht sowas nicht. Um glücklich zu sein, reichen auch ein paar Münzen. Ich glaube, ich riskiere es einfach. Wow. Okay, mal schauen, was hier drin ist. Jawohl. Jawohl. So kann man doch hier weitermachen. Tut mir leid, dass ich so ruhig bin, aber ich bin wirklich komplett konzentriert, damit ich es hier halbwegs schaffe. Beziehungsweise, damit ich es eben mal schaffe. Okay, die können wir eigentlich abholen, oder? Nicht in die Richtung eigentlich, aber naja, passt schon. Hauptsache irgendwie... Oh, wobei. Bringt ihr uns zu einem Secret oder so? Hier oben gibt es auf jeden Fall Münzen. Das ist schon mal cool. Ja gut, ein paar Münzen. Und eine Röhre. Wo bringt die uns hin? Ist das der eigentliche Weg oder ist das irgendwie so ein Secret Exit? Ich
Weiß nicht, irgendwo hier gibt's bestimmt... Hier unten? P-Switch? Nein, da oben. Nicht viel zerstören. Wir müssen den aktivieren. Okay. Komm, hier. Und, jawohl. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich so schnell schaffen werden. Aha, Tanuki nochmal. Ja, den haben wir eigentlich schon. Naja, passt schon. Möglichst viel mitgenommen. Das ist doch gut. Und wieder raus aus der Röhre. Und weiter unseres Weges. Freut mich, dass er mich nicht verarscht und irgendwo anders komplett anders raussetzt. Wir sind jetzt schon am Ziel. Ich wette, hier kommt noch irgendwo ein Kettenhund, oder? Yep, da hinten wäre ein Kettenhund gewesen. Aber naja, wenn wir direkt über ihn drüber flattern, ist das auch kein Problem für uns. Oh, ich bin so froh. Ich bin wirklich so happy. Jetzt scheint es ja zu klappen. Es freut mich. 2.5 Remix, Kettenhunde, abgeschlossen. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht, dass ich den Part jetzt so kurz mache. Ich meine, falls das letzte Level jetzt auch ohne Probleme machbar ist. 8.4 Festungslabyrinth. Wir haben noch 5 Leben. Cool, das könnte kein Problem werden. Beziehungsweise das dürfte eigentlich kein Problem werden. Ich meine, es ist der letzte Level. Der ist so etwas knackiger, macht den Part dann etwas länger. Freut mich eigentlich auch. Aber mehr ist da dann auch nicht dabei. Hoffe ich zumindest mal. Aber wird schon nicht mehr dabei sein. Das war gerade echt knackig geworden. Okay. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass ich bei Mario wirklich so viel quatsche. Weil ich kann mich jetzt wirklich nicht den größten Skiller von der Welt nennen oder so. Hä? Ja, hier kann ich rein. Ich frage mich, ob das der richtige Weg war. Ich glaube, das war der richtige Weg. Und wir kriegen jetzt wieder unser kleines Mario-Chen mit den neuen Farben. Das ist eigentlich genauso gleich wie der alte, bloß eben mit den neuen Farben. Es gibt ja auch diesen, diesen 8-Bit-Amiibo mit den neuen Farben und mit den alten. Extra für diejenigen, denen die neuen Farben nicht ganz so zusagen, beziehungsweise denen die alten Farben eben besser gefallen hätten. Und da war ich etwas zu voreilig. Da wäre ich etwas zu voreilig. Die kosten beide gleich viel, ich glaube. Nee, was heißt ich glaube? Die mit den klassischen Farben lag der Limited Edition, beziehungsweise Spezialedition von Super Mario Maker bei. Und die mit den neuen Farben müsste man extra nochmal kaufen, aber ich denke, das extra kaufen ist für diejenigen, die ihre neuen Farben besser schätzen, beziehungsweise mehr schätzen, auch kein Problem. Kostet halt allgemein, wie jeder Amiibo, 15 Euro, aber das ist kein allzu großes Problem, denke ich. Ich würde die mir am besten auch kaufen, weil leider war ich etwas zu spät dabei, beziehungsweise zu spät dabei. Und deswegen kommt die wahrscheinlich erst am 23.10. Beziehungsweise die zweite Lieferung ist eben am 23.10., weil die erste war schon komplett ausverkauft, leider. Okay, geh wieder zurück. Dann kann ich hier rein und mein Glück nochmal versuchen. Ich glaube, Bowser kommt doch am Ende hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Nicht ganz so cool. Ich freue mich dann schon auf den Fight mit ihm. Aber freut mich, dass sie auch solche Amiibo-Features hier mit einbauen. Weil ich glaube, den hier würde man durch den neuen Look-Amiibo, beziehungsweise neuen Look-Mario 8-Bit-Amiibo kriegen, oder? Ja, auf jeden Fall irgendwie logisch. Ja, dann komm raus, Kleiner. Schlawiner. Okay, ich muss warten, bis die da ist. Und die ist jetzt weg. Die kommt jetzt wieder. Und hier ist auch noch ein Cooper. Warum kommt kein Cooper mehr? Nein? Wie soll man das bitte schon schaffen ohne Cooper? Man schafft es. Man schafft es. Man muss komplett Anlauf nehmen. Und dann eben direkt an der Kante abspringen. Man schafft es. Ich gebe mich hier nicht geschlagen. Doch nicht für so eine einfache Piranha. Man schafft es. Ich weiß es, dass man schafft. Das hat Nintendo nicht so schwer gemacht, dass man es nicht schafft. Das können sie einfach nicht so gemacht haben. Okay, das war natürlich kein guter Sprung. Das muss man mal sagen. Und er hat mich echt getroffen. Okay, ich versuch's einfach nochmal. Ich gehe raus. Das finde ich allgemein schon recht cool. Oh, ihr seid die fiesesten auf der Welt. Ihr seid die fiesesten auf der Welt. Gibt es überhaupt irgendwelche, die fieser sind als ihr? Seid die fiesesten auf... Was mache ich denn nur? Warum? Warum? Oh. Jetzt bin ich ein Goomba. Oh. Ich hätte damit rechnen müssen, dass man es nicht so macht. Aber ich habe eben da gedacht, da kommt ein Koopa. Dass man es eben mit dem Koopa machen muss. Ich meine, wer denkt denn auch bitteschön, dass es anders gemacht werden soll? Ja, wer denkt daran, bitteschön? Freunde, sagt mir das doch bitte mal. Naja, hier gleich wieder neues Amiibo. Ist das gerade euer Ernst? Nintendo, was seid ihr für welche? Ihr seid ja mehr, ihr seid mehr welche. Euer kleinen Schlawiner.
Bevor der Blooper kommt, einfach am Boden entlang latschen, weil am Boden treffen die einen nicht. Das ist das Coole bei den Bloopern. So kann man den ohne Probleme ausweichen. Und hier schnell raus, jawohl. Nein, du gehst weg, du Kleiner. Okay, zwei Amiibos. So, ein Fragezeichenblock. Und Bowser. Wow, wie viele Amiibos gibt's denn noch? Okay, was ist das? Toad? Prinzessin Peach? Einfach mal alles aktivieren. Ich meine, wir kriegen ja hier unten ohne Probleme weitere Leben. Goomba? Luigi? Yoshi? Und wieder der Sprungblock. Ja, ich denke, der Sprungblock ist mir schon ganz gut gesinnt. Das passt schon. Und... jawohl! Weg mit dir, Bowserleini! Ah, Level beendet. Okay, das wurde dann doch etwas länger, als ich gedacht hätte. Aber wer bitte schon weiß, dass da so ein versteckter Block ist? Naja, mal schauen, was für eine Meldung der für einen Sprungblock hat. Es tut mir leid. Prinzessin Peach wurde in eine andere Festung gebracht. Sorry. Du Sprungblock, wo ist eigentlich Mario? Und wie immer, Fortsetzung folgt. Haut rein und ciao, euer Feuerstachel.